Top 10 heute, 10 verrückte Gesetze aus aller Welt. Ruhe bitte im Gerichtssaal. Los geht's, Nummer 10. Der Kopf eines jeden toten Wals gefunden an der britischen Küste gehört juristisch gesehen dem König. Damit nicht genug, die Queen darf den Rest behalten, falls sie aus den Knochen ein Korsett herstellen möchte. Ja, das macht Sinn. God save the Queen. Weiter zur Nummer 9. In Mailand ist es gesetzlich vorgesehen, zu jeder Zeit zu lächeln. Doch es gibt da extra Situationen, wo auch mal eine Ausnahme gemacht werden kann. Bei Beerdigungen und Krankenhausbesuchen. Okay, gut zu wissen. Nummer 8. In Indien riskieren Schüler über 15 6 Monate Knast und Bußgelder, wenn sie bei Prüfungen schummeln. Im Februar 2014 traf es gleich 54 Schummler, die jeweils 2000 indische Rupien zahlen mussten. Das sind etwa 25 Euro. Ach, geht ja fast noch. Weiter zur 7. Im US-Bundesstaat Minnesota dürfen Frauen nicht den Weihnachtsmann imitieren und das ist kein Kavaliersdelikt. 30 Tage Knast sind möglich. Ho, ho, ho! Ich wünsche ein frohes Fest. Ab in den Knast! Nummer 6. Es ist in Singapur gegen das Gesetz, in einen Aufzug zu pinkeln, empfiehlt sich übrigens auch nicht in Deutschland. Und damit auch sich niemand rausreden kann, sind in Singapur Urindetektoren angebracht. Schlagen sie an, schließen sich die Türen und man wird eingesperrt, bis die Cops da sind. Okay. Nummer 5. Sextoys sind in Indien illegal. Der Verkauf von Dildos und Co. bedeutet ab in den Knast. Wenn man das erste Mal dabei erwischt wird, gibt's durchaus mal 2 Jahre. Bei Wiederholungs-Sextoy-Verkäufern geht's 5 Jahre hinter Gitter. Weiter zu Nummer 4. Idaho ist der einzige US-Staat, der wirklich mal sagt, Leute, Kannibalismus ist illegal und es geht 14 Jahre in den Bau dafür. Gute Sache jedoch, geht es tatsächlich um Leben und Tod, macht das Gesetz durchaus auch mal eine Ausnahme. Okay, ist ja gut zu wissen. Keine Sorge, dass dein Bild ist nur Rindfleisch. Weiter zur Nummer 3. In New York ist es illegal, von einem Gebäude zu springen und man glaube es oder auch nicht, darauf steht die Todesstrafe. Naja, wenn der Basejump nicht ohnehin schon schief geht, schauen wir mal, ob es klappt. Ah, das sieht gut aus. Nummer 2. In Longyearbyen, eine Stadt auf einer Insel in Norwegen, ist es illegal zu sterben. Langzeitkranke werden lieber aufs Festland verfrachtet. Hinzu kommt, dass eine Beerdigung unmöglich ist. Der gefrorene Boden verhindert nämlich die Verwesung. Also runter von der Insel. Und die Nummer 1. Ein Gesetz in Hongkong erlaubt Frauen, ihre untreuen Ehemänner zu töten. Ich würde mal sagen, ein Seitensprung mit fatalen Folgen. Eine Chance gibt's für den Mann. Die Frau darf für den Mord nur ihre Hände, keine Waffen verwenden. Da bin ich ja beruhigt. Hat dir das Video gefallen? Dann abonnier Top 10. Hier kannst du es mit einem Klick auf Facebook teilen. Links gibt's noch ein Video, 10 komische USA-Gesetze. Viel Spaß damit. Auf Wiedersehen!